Das ist Lotte. Was man ihr nicht ansieht, die Zweijährige hat eine extrem seltene Stoffwechselkrankheit. Ursache ist ein vererbter Gendefekt. Eine Schätzung geht davon aus, dass nur eins von einer 500.000 Kindern in ganz Europa mit der Krankheit zur Welt kommt. Der Weg zur Diagnose war für die Eltern äußerst schwierig. Ja, dein Zimmer. Wollen wir das Licht hier anmachen? Ja. Lotte kommt ohne Komplikationen zur Welt. Doch schon in der zweiten Nacht zu Hause merken die Eltern, dass etwas mit ihrer Tochter nicht stimmt. Lotte hat Krampfanfälle. Wir haben dann gedacht, naja, vielleicht sind es so Anpassungskräfte, davon hatte ich schon mal gelesen, dass das eben sowas ist, und hatte dann am nächsten Tag die Hebamme gefragt und die sagte sofort, nee, das ist nicht normal, ihr müsst sofort ins Krankenhaus fahren. Die Werte waren dermaßen schlecht, dass sie dann gleich gesagt haben, es muss vielleicht weiter auf die Intensivstation. Das Kind kam rein und wir haben bis morgens um 6 nichts mehr gehört. Und das war eigentlich das Furchtbarste, weil du hast in dem Moment nur gedacht, das Kind stirbt da drin. Also sie wussten gar nicht, was sein kann. Lotte wird im Krankenhaus mit Medikamenten behandelt, doch die Krämpfe kommen trotzdem wieder. Den Eltern bleibt nichts außer Hoffen und Bangen. Dann, nach fast 2 Wochen Ungewissheit, macht der Oberarzt der Säuglingsstation den letzten entscheidenden Versuch. Alle Ärzte standen um Lotte drumherum und sie krampfte halt wieder so extrem. Und da war aber dann der Professor Dr. Santa auch da. Der hatte dann eben gleich EEG angefordert, dass gleich ein EEG gemacht wird, und hat uns dann auch rausgeschickt und sagte, wir haben jetzt noch einen Versuch, das probieren wir jetzt aus. Ja, und dann hat das, glaube ich, auch eine Stunde ungefähr gedauert. Und dann kam er zu uns und sagte so, wir haben jetzt das probiert und es scheint geklappt zu haben. Die Diagnose: pyridoxinabhängige Epilepsie. Eine Stoffwechselkrankheit, die dazu führt, dass in Lottes Körper die Aminosäure Lysin nicht richtig abgebaut wird. Und was sagt das Herzchen? Dadurch sammeln sich Stoffwechselprodukte an, die schädlich für das Gehirn sein können. Und es entsteht ein Mangel an Vitamin B6, auch Pyridoxin genannt. Die Folgen sind Krampfanfälle. Und jetzt noch ein Verband? Die Ärzte verschreiben hohe Dosen Vitamin B6. Das verhindert zwar die Anfälle, aber trotzdem sammeln sich schädliche Abbauprodukte in Lottes kleinem Körper an. Und die können zu Entwicklungsstörungen führen. Ist alles wieder gut? Ja. Ja, das ging aber schnell. Um diese Abbauprodukte zu reduzieren, muss Lotte eine lysinarme Diät einhalten. Das bedeutet vor allem wenig Eiweiß, vor allem kein tierisches Eiweiß. Heute gibt es Milchreis. Und anstatt von normaler Milch nehmen wir Kokosnussdrink. Der hat auch nur, ich muss mal kurz gucken, wie viel Eiweiß der hat, 0,3 Gramm Eiweiß auf 100 Milliliter. Das ist nicht viel, aber man glaubt immer gar nicht, wie viel tierische Eiweiße in Lebensmitteln drin sind. Und sie braucht ja trotzdem die Aminosäuren, eben außer Lysin. Und es gibt eine spezielle Aminosäuremischung, die halt ohne Lysin ist. Und die bekommt sie 3-mal am Tag, ungefähr 10 Gramm. Und da sie sie nicht trinkt, mischen wir sie immer in einen Teelöffel Apfelmus. Wenn nicht genügend essentielle Aminosäuren da sind, kann es eben auch zu Entwicklungsstörungen kommen. Ist es für den Knochenaufbau wichtig, ist es für die Gehirnentwicklung wichtig. Und die bekommt sie halt überwiegend durch tierische Eiweiße oder eben durch Hülsenfrüchte und Nüsse. Und da sie das ja auch nicht darf, ist es einfach wichtig, dass man das eben zusetzt. Um zu überprüfen, ob Lotte sich normal entwickelt, muss die Familie regelmäßig ins UKE nach Hamburg fahren. Lotte wird Blut abgenommen und ihre Hirnströme werden gemessen. So, komm mal hier. Einmal mit zur Aufsetzung. Die Prozedur ist eine Strapaze für Kind und Eltern. Bei jedem Besuch hoffen die, dass die Werte gut sind und es keine Verschlechterung gibt. Bei allem Stress, Lotte und ihre Eltern hatten Glück. Das Problem mit sehr seltenen Krankheiten liegt in der Natur der Sache. Sie überhaupt zu erkennen, ist schwierig. Der Oberarzt der Kinderklinik hatte in seiner Laufbahn erst mit 4 Patienten zu tun, die Lottes Krankheit haben. Und die Erfahrung des behandelnden Arztes ist nicht der einzige Faktor. Dann braucht man die Infrastruktur, man braucht eine gut funktionierende EEG-Abteilung, man braucht ein gut funktionierendes Stoffwechsellabor, das dann alles zusammenkommt. Man muss die Chance haben, den Patienten selbst zu sehen. Es darf nicht unbedingt Wochenende sein, wo halt kein erfahrener Dienst hat, sondern eher jüngerer. Und dann müssen alle gut kommunizieren und zusammenarbeiten und dann findet man dann auch raus. Guck mal, wir sind fertig. Du kannst gleich Wasser haben, Spazier. Nur in wenigen Kliniken kommt all das zusammen. Es gibt viele seltene Krankheiten, die erst spät oder gar nicht richtig diagnostiziert werden. Zwar wird jedes Neugeborene routinemäßig auf verschiedenste Krankheiten getestet, allerdings nur auf solche, die mit einer gewissen Häufigkeit vorkommen.
Dinge, die noch seltener sind, sind in solchen Programmen eben nicht drin. Und das, was Lotte hat, ist in dem Programm nicht drin, wobei es prinzipiell möglich wäre, sie darauf zu testen. Ist das dann nachher eine Kostenfrage? Es ist in der Tat eine politische Frage, eine Frage, wo Kostenträger und Ärzteverbände sich zusammensetzen und sagen, wo ist es, wo hält sich das die Waage, wo bringt das was? In der Tat ist es so. Deutschlandweit haben etwa 4 Millionen Menschen eine sogenannte seltene Erkrankung. Dazu gehören die ungefähr 6.000 bekannten Leiden, die nur bei jeder 2.000. Person oder seltener auftreten. Zwar gibt es weltweit verschiedene Gesetze, die die Entwicklung für Arzneimittel gegen seltene Krankheiten fördern, doch meist lohnt es sich für Pharmaunternehmen nicht, in die Forschung zu investieren. Und in der Gesamtbevölkerung gibt es sehr viele Menschen, die eine seltene Krankheit haben und die halt dann auch schwerer jemanden finden, weil Ausbildung geht immer dahin, soll sich lohnen, Krankheitsprogramme wie Screeningprogramme sollen sich lohnen. Aber es gibt mehr und mehr Bestrebungen, eben halt auch Patienten mit seltenen Krankheiten gerecht zu werden, sodass überall Einrichtungen entstehen, um eben halt diesen besonderen Fragen gerecht zu werden. Nachdem die nervenaufreibende EEG-Messung bei Lotte abgeschlossen ist, wertet der Arzt die Ergebnisse und Entwicklungen der letzten Monate aus. Wo sind die Ohren? Papas Ohren. Da sind die Ohren. Ja. Und wo ist Papas Nase? Da? Ja. Ja, super. Es gab bei der letzten Untersuchung leichte Auffälligkeiten und die sind jetzt komplett weg. Ja, also sieht ganz, ganz normal aus. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt mit dem Lysin genug Spielraum, die Diät aufzulockern, weil die Werte liegen weit unter unserem Ziel letztendlich. Deswegen kann man das auch ohne Allergenin versuchen. Ein unerwarteter und wichtiger Befund für Lotte und ihre Eltern. Ja, wir müssen jetzt nicht mehr so darauf achten, dass wenn sie woanders zum Beispiel mal ein Stück Kuchen essen möchte, dass wir dann nicht sagen müssen, nein, du darfst nicht, sondern einfach sagen, ja. Heute ist ein Tag, da darfst du es mal. Und das ist wirklich, es bedeutet unglaublich weniger Einschränkungen. Und das stimmt uns eigentlich sehr positiv, weil das ist doch mehr, als wir eigentlich erwartet haben. Lotte wird ihr Leben lang eine Diät und zusätzliche Präparate benötigen. Aber aktuell verläuft ihre Entwicklung sehr gut. Das ist nicht bei allen Kindern so. Auch wenn mehr Einrichtungen für seltene Krankheiten entstehen, für viele gibt es noch keinen Therapieansatz. Und nur wenige dürfen auf eine dauerhafte Heilung hoffen.